So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge oder einer weiteren Folge Planet Zoo mit unserem California Zoo 2.0. Und wie angekündigt gibt es heute mal einen kleinen Ausbau, ausschmücken, wie auch immer man es sehen will. Ich habe es ja angekündigt, ich habe hier mal die ganzen Umgebung noch hübsch gemacht nach dem letzten Phoenix-Gehege. Und da dachte ich mir, ich nehme euch da mit dazu. Unter anderem machen wir hier ganz, ganz viel Bepflanzung, sodass das schick aussieht, dass die Leute, die da halt eben laufen auf dem Weg, nicht mehr so darüber gucken können und dieses kleine Gebäude, was jetzt nicht so hübsch ist, nicht mehr unbedingt sehen, ist ja ein Mitarbeiterraum, der da steht. Und das sollen die Leute da nicht sehen, wenn sie da eben in Richtung Kaimane und Phoenixe laufen. Dementsprechend habe ich das alles mal sehr schön gemacht, meiner Meinung nach schön, und dachte mir, das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, wie ich das hier mache. So den Boden auffüllen, sodass es am Ende dann halt eben aussieht, als wäre alles komplett bepflanzt. Das ist so die Vorgehensweise, die mache ich im Übrigen überall. Ich habe da immer gern so meinen Stil und den behalte ich dann auch bei, sodass das halt alles ähnlich ist, ne? Und ich denke, so ein bisschen Abwechslung kriegen wir dann in den Gehegen, wo man dann ein bisschen drauf achten muss, was die Tiere an Pflanzen mögen. Das brauchen wir hier außerhalb der Gehege nicht machen. Da können wir das dann tatsächlich so schön hinbauen, wie wir das wollen. Unter anderem wird es dann danach noch ein Gebäude geben, was ich dann oben bei den Phoenix hinstelle. Das ist ein Gebäude, wo dann auch Mitarbeiterräume drin sind und nochmal zwei Verkaufsstände. Denn eigentlich hatte ich geplant, hier, wo wir jetzt hier gerade bauen, da noch zwei Verkaufsstände hinzubauen. Die hätten da super hingepasst, aber da habe ich irgendwie nicht mehr dran gedacht und dementsprechend habe ich alles vollgebaut und musste dann einen neuen Platz suchen. Also kamen die Verkaufsstände und die Mitarbeiterräume eben nochmal oben bei den Phoenix-Füchsen hin oder bei den Wüstenfüchsen. Nach dem Speedbuild hier wird es dann noch einen kleinen Realtime-Part geben. Da werden wir dann mal zu Fuß in der Ego-Perspektive durch unseren Zoo laufen, so wie er jetzt ist. Dann habt ihr auch alles gesehen. Und dann kann ich euch mal zeigen, wo noch so ein paar Sachen sind, wo wir noch ein bisschen angehen müssen, was im nächsten Stream so passiert und so weiter. Gebe euch da noch ein paar Infos. Also, liebe Leute, dann wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß hier beim Auskleiden der Gegend hier. Und wir sehen uns dann nachher im Realtime-Part und erkunden den Zoo noch ein kleines bisschen.
So, liebe Leute, da sind wir drin in unserem kleinen Zoorundgang, wie angekündigt. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt hier einfach mal ganz gemütlich durch. Wir stehen jetzt hier am Eingang. Ihr seht, hier kommen die Leute rein. Ach, guck mal, die bleiben hier stehen und gucken sich tatsächlich die Bilder an. Das ist ja mega geil. Ja, hier habe ich halt einfach mal so ein bisschen dekoriert. Ne? Das kann man auch schöner machen. Da soll noch so ein bisschen Grünzeug hin. Und dann kommt man hier rein. Links rum geht es zum Mitarbeiterbereich. Da haben wir dann gleich, geht's hier so rein, haben wir hier so ein bisschen geschmückt, beziehungsweise ich glaube, das habe ich alles offscreen gemacht. Was mir hier nicht so gefällt, ist der Weg hier, aber gut, da haben wir, oder müsste ich auch mal noch, hier hinten seht ihr das, wächst das Gras noch durch. Was ist denn mit euch? Hallo? Ihr seid hier falsch, ihr seid im Mitarbeiterbereich, schickt die mal raus hier. Jetzt stehen die da und rufen Hallo oder was? Mega geil. Also hier haben wir auf jeden Fall Mitarbeiterbereich, Techniker und so weiter. Hier haben wir natürlich alles grün gemacht, wenn man hier hinten lang geht. Das habe ich auch alles offscreen gemacht hier. Das ist dann so ein Rundgang, dann kommt man nämlich da hinten auch nochmal zu Mitarbeiterbereichen. Hier. Da habe ich jetzt an den Gebäuden auch gar nicht viel gemacht, weil es soll ja versteckt sein. Das kann man dann vielleicht mal noch bei Gelegenheit ein bisschen verschönern, da noch andere Türen rein und so weiter. Aber ich muss sagen, fürs erste Gebäude, was ich jetzt so selbst gebaut habe, es geht bestimmt schöner, aber bin ich ganz zufrieden mit. Also hier haben wir den Bereich für die Mitarbeiter, dann haben wir hier so einen kleinen grünen Infobereich, ne, wo alles, wo man sich so Infos holen kann. Und ich glaube, die Teile hier, die ich aus dem Workshop habe, die gelten sogar als Bildung. Also auf jeden Fall denke ich, dass es so ist, weil die Bildung bei uns, könnt ihr mal reingucken, die ist recht hoch. Wobei sie könnte noch ein bisschen höher sein. Aber die Leute bleiben hier tatsächlich stehen und gucken sich das an, also das ist mega cool. So, und dann haben wir hinten so einen kleinen Entspannungsbereich. Da hängt dann ein Bildschirm mit Planet Zoo und hier haben wir noch zwei, drei Getränkeautomaten. Hier kann man sich so ein bisschen ausruhen. Und hier rechts haben wir noch unseren Eingangsbereich, beziehungsweise unsere ATMs, also die Geldautomaten, wo die Leute sich hier Geld holen können. Wird auch gut benutzt. So, ansonsten haben wir hier dann schön grün gemacht. Das gefällt mir recht gut, das ist so ein bisschen schlicht. Und dann geht man hier in den Zoo, in den California Zoo. Hier holt man sich die Tickets. Ne? Hier bin ich auch noch nicht fertig, seht ihr. Das muss noch ein bisschen verschönert werden. Also hier habe ich dann halt einfach den, in Anführungszeichen, Eingangsbereich reingemacht. Oh cool, jetzt sehen wir auch mal, ob die Lampen funktionieren, die ich hier überall habe. Ja, funktionieren. Und auch hier in dem Bereich muss natürlich noch so ein bisschen getrennt werden. Ein- und Ausgangsbereich, ne? Also da würde ich gerne noch sowas in die Mitte machen. Aber das sind so Kleinigkeiten. Ich denke, das kann man dann wirklich so gegen Ende machen, wenn man mit dem Rest ziemlich durch ist. So, hier fehlt auch noch das ein oder andere. Hier muss noch ein bisschen begrünt werden, da muss noch ein bisschen begrünt werden. Aber hier kommt man dann rein in den Zoo. Und dann haben wir hier unsere, gleich mal zwei Fressstände mit Toiletten da hinten. Hier habe ich jetzt mittlerweile auch alles begrünt. Und hier rechts geht man dann gleich hoch und kann auf die Krokodilkaimane gucken. So, da sind sie. Da ist eins im Wasser. Hier hängt eins rum. Und da drüben, sehr cool. Also wir haben hier zwei Möglichkeiten, in das Gehege reinzugucken. Einmal von hier aus und einmal von da drüben aus. Ne, das hatten wir ja gemacht in dem Krokodilskaiman-Gehege. So, da kriegen sie auch gerade lecker Futter. Ich weiß gar nicht, ob die das so annehmen. Dann kann man kurz reingucken. Ja, scheint aber so. Ernährungszustand ist voll, also genug zu essen kriegen sie. Von daher passt es ja. Alles klaro.
Also das hat man dann hier. Hier sind halt die Leute leider, die klitschen hier so ein bisschen rein. Jetzt regnet es schon wieder. Die klitschen hier halt so ein bisschen rein, weil ich da den Bodenbelag extra gemacht habe. Aber damit muss man halt leben. Und hier habe ich so eine kleine Pergola hingebaut. Ne? Könnte man zwischendrin, vielleicht mache ich da mal noch so ein bisschen Stoff rein, weil es regnet dann doch durch. Ist ja eigentlich eher als Sonnenschutz gedacht. Und hier muss man, wie gesagt, hier muss noch begrünt werden. Das gehen wir dann auch an, vielleicht im nächsten Livestream. Und dann haben wir hier unser allererstes Gehege im Prinzip, was wir gebaut haben, nämlich das Erdmännchen-Gehege. Also da sieht man es auch gut, ist auch ein bisschen uneben, ne? Macht das Ganze ein bisschen realistischer. Kann man dann von allen Seiten hier reinschauen. Extra auch die Höhe angepasst, sodass die Kids auch drüber gucken können. Beziehungsweise müssen dann durchs Glas gucken, aber das kriegen sie schon hin. So, und dann haben wir hier unser noch nicht fertiges Vivarienhaus. Hier geht man dann rein und ihr seht es hier, habe ich schon mal angefangen, ein bisschen Rindenmulch zu setzen, aber mehr ist hier drin noch nicht passiert. Das muss natürlich noch alles schön ausgekleidet werden. Hier muss ich dann noch Sperren hinmachen, da wo der Weg nicht so ganz optimal ist, dass die Leute da nicht reinlaufen. Und dann haben wir hier unsere Vivarien und wenn das hier drin noch so ein bisschen begrünt ist, denke ich, wird es richtig gut. Hier neben muss es auch noch eingekleidet werden. So, wo haben wir denn hier unsere... Sind die irgendwo? Ach da, guck mal, da sitzt er. Ein kleiner Salamander. Sehr schön, also hier haben wir die Salamander drin, da sind die Goliath-Frösche, nicht die Goliath-Frösche, sondern die Goliath-Käfer drin. Das ist übrigens nochmal als kleiner Tipp, diese Goliath-Käfer, die vermehren sich so schnell, also wenn man am Anfang Geld braucht, dann einfach mal ein, zwei Vivarien mit Goliath-Käfern besetzen und immer Männlein, Weiblein reinpacken und wenn man es dann noch schafft, die auf den Goldstatus zu kriegen, verdient man wirklich sehr, sehr viel Geld. Und kann sich so seine Kasse ein bisschen aufbessern. Gut, was haben wir hier? Hier haben wir die Rotaugenfrösche. Die müssten hier drin sein. Lass mal gucken. Finden wir die? Das ist ziemlich dicht hier alles. Ich meine, man kennt es nicht. Wo kann man in kein... Ebenso kann man ins Vivarium reingehen. Und sich die Viecher genau angucken. Ja, finde ich jetzt gerade keinen. Wo sitzt hier denn? Ach, da ist einer. Hier, guck mal. Da sitzt doch einer. Also hier die Rotaugenfrösche. Und dann haben wir hier noch die neuen, die, na? Wie heißen sie? Mulche, ne? Ne, nicht Mulche. Molche. Mulch ist das Zeug, was wir hier außen rumgelegt haben. Die waren, glaube ich, im Europa-DLC mit drin. Diese Molche. Na, wo sind sie? Jungs, wo chillt ihr rum? Da ist einer. Da ist einer. Ich hab ihn gesehen. Hier. Hier sitzt einer drin. Hier. Ein Molch. Alles klar, also das sind unsere Vivarientiere und wie gesagt, hier muss man natürlich noch auskleiden. Da kann ich aber mal gucken, funktioniert das hier? Oh ja, das ist cool, in der Kameraperspektive kann ich auch bauen, das ist geil, dann macht sich das hier so ein bisschen einfacher, hier den ganzen Rindenmulch zu platzieren ordentlich und so weiter. Und da muss ich hier natürlich auch noch die Wegbegrenzung reinmachen, also das gibt ein bisschen Fuddelarbeit, aber ja, freue ich mich schon drauf, wird geil. So, und hier geht man dann weiter, das Eck sieht mir noch nicht so aus, also ich... Hier seht ihr, hier vorne muss natürlich auch noch ein bisschen bepflanzt werden, aber das Eck hier, das habe ich nicht so geil gemacht. Ich glaube, da mache ich Blumen hin. Das sieht mir so ein bisschen wie Wildwuchs aus. So, dann geht man hier links rum und da kommen schon die ersten Leute entgegen mit was zu schnabulieren. Da haben wir dann nochmal zwei Shops. Kann man sich auch nochmal lecker was holen. So, und dann kommt wieder so ein kleines bisschen so ein Entspannungsbereich. Und zwar möchte ich hier an die Stelle, soll ein Restaurant hin. Das werde ich allerdings nicht selbst bauen, glaube ich. Das werde ich aus dem Steam Workshop holen. Das soll hier hin und dann soll hier so eine große Außenterrasse sein. Und dann kann man sich hier, geht man dann hier hoch und kann sich hier noch ein kleines bisschen ja, entspannen. Ihr seht, ich habe hier noch einen kleinen See gebaut mit einem kleinen Wasserfall da vorne. Also hier ist nichts Spektakuläres. Das ist dann eigentlich im Prinzip so der Zoo-Abschluss. Aber so einfach zum Hinsetzen und gemütlich. Hier muss ich auch noch was reinmachen. Das sieht nichts aus irgendwie. Mal gucken, was wir da noch reinpflanzen. Ich weiß auch gar nicht, ob man die Farbe von den Bordsteinen, von den Wegen ändern kann. Das wäre mega geil, weil dieses Helle gefällt mir eigentlich nicht so. Aber ich habe mir auch überlegt, wenn ich jetzt den ganzen Zoo mit manuell, was heißt manuell, weil ich zeig's euch mal. Hier ist auch alles bepflanzt. So. Alles ein bisschen natürlich gehalten, ne? Für die Tierchen, für die Bienchen. So, ihr seht, ich habe hier ja so einen Holzbalken genommen zur Wegabtrennung.
Ist mega geil, gefällt mir auch richtig gut, aber ist halt ein mordsmäßiges Gefrickel. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, wir können ja hier hinten raus, können wir die Wege ja mit Bordsteinen bauen. Allerdings gefällt mir eben das Helle nicht so. Und ich weiß nicht, ob... Was ist das? Mach das mal weg. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das ändern kann. Wenn das einer von euch weiß, gerne unten in die Kommentare. Dann kann ich das da vielleicht nochmal anpassen. Also wie gesagt, hier jetzt nochmal so ein gechillter Bereich, ne, wo man dann sich ausruhen kann, und hier soll ein Restaurant hin. So, und ansonsten wird hier hinten einfach nur noch alles begrünt. Hier kommen noch ein paar Bäume hin, da soll auch keiner hinlaufen. Dann haben wir hier wie so einen Abschluss vom Zoo, und in die Richtung soll er auch gar nicht mehr groß wachsen. Das ist mal der Plan. Da hinten sind meine Blaupausen. Die kommen natürlich alle irgendwann noch weg. So, und dann geht's hier weiter in den Mitarbeiterbereich hinter dem Erdmännchengehege. Und hier habe ich versucht, rechts das Ganze so ein bisschen noch zum Gehege passend zu machen. Und links habt ihr ja gesehen, das haben wir ja alles hier gemacht. Haben wir auch wieder alles begrünt und so weiter. Und hier geht es dann ins Kaiman-Gehege rein. So, hier haben wir unser Kaiman-Gehege, wo die Mitarbeiter Zugang haben. Hier haben wir nochmal Strom, hier haben wir Wasser und die Temperaturregelung fürs Wasser, dass das auch alles schön angenehm ist für die Tierchens. Und dann gehen wir hier hinten in den Mitarbeiterbereich. Hier. Das Haus, weiß nicht, werde ich vielleicht auch nochmal anpassen. Also da muss ich auch noch hier ein paar andere Türen rein und so weiter. Aber ich denke, das haben wir schon recht gut versteckt. So, und hier könnte ich, weil ich es gerade sehe, könnte man ja hier durchaus nochmal so zwei Büsche hinsetzen. Dass es nicht so nackig aussieht. Ja, also wie gesagt, so... ist das jetzt hier auch ein bisschen abgeschirmt mit den Bäumen, ne? Dann sieht man das nicht unbedingt so. Und wenn man als Besucher hier vorbeiläuft, hier habe ich schon mal angepasst, hier kommen dann auch noch Gehege hin und so weiter. Aber so ist dann halt eben der Gang von hier hinten, wenn man dann den Rundgang weitergeht, dann sieht es alles ja ein bisschen abgeschlossener aus, finde ich. Und das ist das, was ich auch gemeint habe, wenn man hier schon anfängt, zwischendrin mal alles fertig zu bauen, dann sieht es irgendwie gleich alles fertig aus hier, so der Bereich. Gefällt mir recht gut, ist eigentlich recht schlicht gehalten. Was für mich ein Gamechanger ist, ist dieses Gras hier. Wie heißt denn das? Aristida-Grasmittel, genau, also das ist ja die Größe, aber das ist Aristida-Gras. Das finde ich mega gut. Das ist so ein bisschen ein Gamechanger. Aber ich sehe gerade, das hängt hier alles voll in der Luft. Warum? Das ist, weil ich es so von oben gemacht habe, ne? Das müssen wir hier noch ein bisschen anpassen. Das sieht ja nichts aus, wenn das alles hier so in der Luft hängt. Gut, aber das kann man noch alles machen, das passt. Ja, das füllt dann halt einfach auf, ne? Das ist dann so wirklich so ein Füller, wo man dann einfach die kahlen Stellen so ein bisschen auffüllen kann, und es sieht irgendwie nice aus. Wie gesagt, außer... Man platziert es natürlich so dämlich wie ich und halt nur halb in den Boden rein. Da muss ich ein bisschen mehr drauf achten in nächster Zeit, stelle ich fest. So. Hier, das gefällt mir auch nicht. Aber das ist auch das Coole an so einem Rundgang, ne? So, wenn ich das hier wegnehme. Ja, hier habe ich es halt voll in die Bank reingesetzt. Naja, egal. Gut, dann haben wir jetzt hier schon den, also wie gesagt, hier den Krokodilskaiman-Bereich und hier auch dieses Holzschild, was ich neu gemacht habe. Auch hier schwebt das Gras, wenn ich es richtig sehe, in der Luft. Naja, okay. Das können wir dann alles in allem runtersetzen, das passt. Aber hier hat man noch ein bisschen Informationen, ne? Man kann dann hier rumgehen oder hier rumgehen. Hier wird dann der Zoo weiter wachsen in dem Bereich. Mal gucken, was wir da als nächstes hin machen. Ich denke, da kommt ein größeres Gehege hin. So, und dann habe ich hier nochmal dieses Gebäude, das habt ihr jetzt auch in der Folge gesehen, hingesetzt. Hier gibt es nochmal zwei Getränkeshops, beziehungsweise ein Essens- und ein Getränkeshop. Und dann habe ich hier auch gleich nochmal Strom und Wasser reingepackt. Allerdings glaube ich, dass das negative Auswirkungen hier hat. Mal gucken, ob wir den Weg hier vielleicht ein bisschen anders rumführen können. Weiß ich nicht. Und dann haben wir hier halt eben nochmal einen Mitarbeiterbereich, ne, sodass das hier hinten auch nochmal abgedeckt ist. Und dann habe ich den Bereich halt auch nochmal ein bisschen schön gemacht. Hier mit so zwei Statuen da oben. Hier nochmal ein Informationsschild, ja. Und größer ist der Zoo aktuell nicht. Hier auf der Seite haben wir noch unsere Fennecs, unsere kleine Wüstenfüchse, und die sind halt einfach... Oh, guck mal, jetzt fläft er da aus dem Essenstablett. Wer bist du denn? Ah, das ist die Sarah, die ist ein älteres Tier schon. Wo ist denn der Rest? Da chillen sie alle rum, guck mal. Hallo, du bist?
Hamid. Okay, das waren die ersten Tierchen, die wir geholt haben. Wir müssten aber auch irgendwo Junge haben. Oder machen die wieder Wassersport? Nö. Diesmal nicht. Ja, das ist dann hier eben der Wasserfall, den kleinen, den ich noch rangeholt habe, ne? Beziehungsweise den wir gebaut haben. Bin ich noch nicht so glücklich, aber Übung macht den Meister und dementsprechend denke ich, wird es noch besser. Oh, hier liegt noch einer. Guck mal. Die sind alle schon ausgewachsen. Die wachsen ziemlich schnell. Dann müssen wir mal gucken, dass ihr hier aber recht zügig noch ein paar Kids macht. Gut, Leute. Das ist eigentlich der Zoo bis jetzt. Hier habe ich das Gehege schon mal angefangen. Wie gesagt, da wird es im nächsten Livestream, werden wir hier dann die... ich kann ja auch mal rauszoomen wieder. Werden wir hier dann die Galapagos-Schildkröten reinpacken. Also ich denke, das wird vom Platz reichen. Ich weiß jetzt gar nicht. Da können wir mal gucken, wie groß ist denn das Gehege hier? Ah, 336. Okay, und 336 Quadratmeter. Das soll hier noch ein bisschen ausgekleidet werden. Was braucht denn der Pfau so? Ah, guck mal. Da könnten wir drei Pfauen reinsetzen. Pfauengehege wäre hier auch noch. Diamantschildkröte ist was für Vivarien. Da Galapagos Riesenschildkröte. Ah ja, nee, guck mal. Drei Stück brauchen 240. Ah nee, da können wir die reinsetzen, guck mal. Die brauchen kein Wasser, die brauchen kein gar nichts. Das ist alles so tropenmäßig. Wobei, wir können ja gerade nochmal fix gucken. Aber vielleicht noch ein anderes Schildkröten. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehrere Schildkröten, ne? Der Komodo-Baran. Oh, der braucht viel Platz. Gab es da nicht noch andere Krokodile? Krokodile, sage ich. Schildkröten. Aber ich glaube nicht. Naja, ist ja auch wurscht. Da können wir uns auf jeden Fall im nächsten Stream dann drum kümmern. Und ja, so sieht das jetzt aktuell hier aus. Also, wir haben noch viel vor uns. Wir haben noch viel zu bauen. Lass mal wieder in die reguläre Kameraperspektive gehen hier. Nicht freie Kamera, sondern Standardmodus. Was mache ich denn wieder? So. Also, das ist aktuell unser Zoo. Und ja, gefällt mir. Also, momentan noch schön klein und schnuckelig. Wie gesagt, hier werden da noch einige Gehege hinkommen und dann wird der Zoo. Nach hier hinten würde ich ihn dann gerne abschließen und würde dann den Zoo gerne so in die Richtung und in die Richtung weiterbauen. Das ist mal so der Plan. Und hier werden wir die nächsten hinmachen. Hier wird ein Gehege hinkommen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier auf jeden Fall auch die größeren Tierchens hinkriegen. Bin ich schon sehr gespannt. Also Leute, jetzt habt ihr mal einen kleinen Rundgang gehabt durch den Zoo. So sieht er aktuell aus. Und wie gesagt, wer Bock hat, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Livestream dabei wärt. Ankündigung, wann der Livestream stattfindet, auf dem Discord. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da gibt es dann den Channel Livestream-Infos. Da haue ich dann immer eigentlich Anfang der Woche raus, wann es mir reicht zum Stream für die kommende Woche. Und ja, da spielen wir momentan mittlerweile einmal die Woche mindestens Planet Zoo. Wer da Bock hat, schaut mal gerne rein, würde ich mich freuen. Ansonsten würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und sagt an der Stelle schon mal vielen Dank für euren Support. Und wenn ihr mögt, dann gerne zum Livestream oder zur nächsten Folge Planet Zoo hier bei mir auf dem Kanal. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.